Via Archivaufnahmen soll das Gesicht des Musikmillionärs angeblich zerfleischt haben. Zu der Hundeattacke kam es vor wenigen Wochen in Bohlens Villa bei Hamburg. Doch alles halb so wild, die Wunde sei ambulant versorgt worden und gut verheilt, so Dieter Bohlen telefonisch gegenüber Blitz. Er habe nur eine kleine Bisswunde am Kinn und erhole sich zurzeit auf Mallorca. Trotzdem wurde Rottweiler Dicky inzwischen eingeschläfert. Der Hund war einfach zu gefährlich.